bin jetzt hier losgefahren mit technischen Problemen an der Zollbrücke. Jetzt war schon zwei Ortschaften weiter, jetzt scheint die Kamera wieder mitzuspielen. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, jedenfalls hatte ich die jetzt am Permanent-Strom dran. Ne? Den habe ich jetzt gecancelt, jetzt läuft es wieder. Jetzt waren wir jetzt in einer Zollbrücke gewesen. Davor war der Akku tot. Dann habe ich einen neuen Akku rangestöpselt und den an den Dauerstrom gehangen. Und davor war ich hier. Aber irgendwie schien er das nicht zu mögen. Wunderlich. Ja, jetzt. Aber wie es an der Zollbrücke aussieht, wisst ihr ja, da waren wir ja schon mal gewesen. Auf der Oderbruchtour. Jetzt geht's zum Schiffshebewerk. Das war auch letztes Jahr, wo wir Oderbruchtour gemacht haben. Ja. Bin ich ja damals von Bad Freienwalde losgefahren, war vorher an der Skischanze gewesen, seit Bad Freienwalde. Ja, das war durch hoch Niederfino lang gekommen am Schiffshebewerk. Aber es ist wieder sehr stürmisch heute, also sehr windig. Stürmisch möchte ich jetzt nicht sagen. Hier in diesen kleinen Ortschaften ist die Zeit teilweise echt noch stehen geblieben. Na, man hat einen unheimlich weiten Blick bis zu dem Höhenzug daran, das ist total herrlich. Wenn man sich jetzt so anguckt, ist ja die Natur förmlich explodiert dieses Jahr. Ja. Es war ja sehr lange sehr kalt. Hinter parallel müsste irgendwo, glaube ich, sein, wo es auf den Polenmarkt geht. Jetzt ist da die Oder. Auf der anderen Seite der Oder ist richtig Polen. Wasserschutzdeich. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und gegen den Wind ankämpfen musst. Ja? Hier bin
ich auch ehrlich gesagt noch nie lang gefahren. Das ist sehr schön. Erstaunt, was es noch so viele Strecken gibt, die gar nicht checken. Das Schiffshebewerk hier ist ja eins dieser Biker-Domizile hier in Brandenburg. Ja, das kannst du nicht anders sagen. Weil, warum?
so ein bisschen hügelig und es gibt ein paar Kurven zu fahren. Ha, das ist eigentlich jetzt der Grund. Auch sonst ist es ja schon sehr impulsant, ja, dieses Schiffshebewerk. Du kannst sagen, was du willst, das alte Schiffshebewerk gefällt mir besser als dieser Betonklotz hier. Ich bin froh über jeden Tag, über den das noch in Betrieb ist. Ja, ist so impulsant hier, diese Stahlgerippe. Ja, das siehst du von der Ferne aus schon. So, kommen wir von der anderen Seite durchgefahren. Ist doch geil, oder? Aber sie oben auch keine Touristen. Also scheint es oben noch nicht begehbar zu sein aufgrund von Corona pandemischen Quatsch. Ohne erst von Corona pandemischen Yeah.